Astrid, wo bleibst du? Ich komme. Fang bloß nicht ohne mich an. Jetzt mach schon. Ich bin schon so gespannt. Ja, oh. Ah, das Bier. Oh, was für ein schöner Käse. Mich und Salzstangen. Die charmante Gastgeberin. Schleimer. Naja, war ein Versuch. Kauft ihr doch mal eine anständige Digitalkamera. In dem Punkt ist er hoffnungslos altmodisch. Das hier hat noch Hand und Fuß. Na los, mach es jetzt nicht so spannend. Seid ihr alle da? Ja. Ja, mehr werden es nicht. Oh, Klassiker. Was ist das denn? Was hast du denn die ganze Zeit gemacht? Das wolltest du aber rausnehmen. Ja, hab ich vergessen. Ah, unser Busfahrer, Jan. Sehr sympathisch. Alle an Bord. Hausboot, oder? Ah, meine Frau. Oh, das ist aber mal ein schönes Foto von dir. Ja, ja, gegessen haben wir auch. Sehr vorteilhaft. Und getrunken. Oh, schon zum Mittagessen. War ja schon fast Abend. Warte mal, mach doch noch mal zurück. Was ist denn? Mach zurück. Wer ist denn der Mann da hinten? Welcher Mann? Der da, der mit dem roten Pullover da. Was ist denn mit dem? Der ist mindestens schon das vierte Mal auf den Bildern. Ja, der gehörte wahrscheinlich zu unserer Reisegruppe. Den habe ich aber nie gesehen. Na und? Mach mal weiter. Der, da hinten, da steht er wieder. Ja. Ist er da? Da über meinem Arm? Das gibt's ja gar nicht. Ihr guckt doch genau in die Kamera. Dir mal keine Sorgen. Es gibt bestimmt eine ganz einfache Erklärung. Aber er war auf fast allen Bildern. Das ist doch nicht normal. Weißt du was? Fahr doch einfach über Nacht zu Sabine und Dennis. Hm? Kannst nicht doch hier bleiben. Schatz. Weiß doch, das geht nicht. Soll ich Stefan anrufen? Nein. Ja, der könnte doch mal vorbeischauen. Mir geht's gut, ich bin okay. Vielleicht steigere ich mich ja mal wieder in was rein. Ich muss los. Martin. Ich rufe dich an, sobald ich im Hotel bin. Pass auf dich auf. Du auf dich auch.
Becken? Martin, ich bin's. Ist was passiert? Du, der ist auf ganz vielen alten Fotos auch drauf. In Zermatt, in Spanien, sogar bei Gerdis Geburtstag. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich hab solche Angst. Schatz, bleib ganz ruhig. Und ruf Stefan. Er kommt bestimmt und hilft dir. Astrid? Bist du noch dran? Ja. Hörst du? Ruf Stefan an. Es kommt alles in Ordnung. Ja, mach ich. Schatz, ich muss Schluss machen. Sobald ich im Hotel bin, melde ich mich wieder. Ganz bestimmt? Ganz bestimmt. Ich liebe dich. Ja, ich dich auch. Entschuldigung. Schauen Sie hier auf den Aufdruck auf der Rückseite. Dieses Papier wird gar nicht mehr von Kodak hergestellt. Ich denke nicht, dass Sie so etwas heute noch bekommen. Was ist mit dem? Das ist aus den 70ern, glaube ich. Sehen Sie hier? Das Papier ist stark vergilbt. Sowas ist schwer nachzumachen. Und das Hochzeitsfoto? Dazu müsste ich dann die Negative sehen. Die habe ich sogar mit. Ja, jetzt bin ich mir sicher, dass es sich hier um die Originale handelt. Frau Ricken, ist mit Ihnen alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung, vielen Dank. Sie haben mir sehr geholfen, was bin ich Ihnen schuldig? Ich bitte Sie keine Ursache. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Ein Glas Wasser, ein Taxi? Sie sehen nicht gut aus. Danke, ist alles in Ordnung. Wiedersehen. Wiedersehen. Thank you.
schon. So, jetzt schlaf dich erstmal richtig aus. Morgen komme ich wieder. Da geht's dir bestimmt besser. Ich bin gleich zurück. Ich bring nur kurz Stefan raus. So schlimm war es noch nie. Ich dachte, es wäre vorbei. Sie hat sich im Urlaub so wohl gefühlt. Sie sollte doch wieder mal unter Menschen. Ach, mach dir keine Vorwürfe. Einen Auslöser kann es immer geben, selbst wenn es ein harmloses Foto ist. Ihre Ängste sind jedenfalls genauso stark wie früher. Aber ich will Sie nicht schon wieder in die Klinik bringen. Gut, dann werde ich Sie diesmal ambulant behandeln. Vielleicht finde ich so heraus, was die Ursache für Ihre Paranoia ist. Jedenfalls danke, dass du so schnell gekommen bist. Macht nichts. Kopf hoch. Bis morgen. Ciao. Guten Tag, mein Name ist Ilke. Wir hatten miteinander telefoniert. Ich grüße Sie. Kommen Sie rein. Schön, dass Sie da sind. Ja, ich bin ja froh, dass ich helfen kann. Wie geht's denn Ihrer Frau? Sie schläft, bitte. Ich habe Ihre Nummer vom Reisebüro. Wir haben ja nun in Amsterdam gar nicht miteinander gesprochen. Hat sich halt nicht ergeben. Ja, und ich war der Meinung, dass es gut für meine Frau sein könnte, sie mal persönlich kennenzulernen. Ah, so eine hatte ich auch mal. Ist das denn überhaupt noch zeitgemäß im Zeitalter der Digitalfotografie? Ich weiß es nicht. Probieren Sie es aus. Ich schenke sie Ihnen. Oh, nein. Doch, doch, nehmen Sie. Ich will sie gar nicht mehr im Haus haben. Dankeschön. Wissen Sie, ich liebe die Fotografie. Ja. Bitte. Lächeln. Kommen Sie. Lassen Sie uns nach oben gehen.
da steh ich kurz vorm Ziel. Und ich höre deinen Atem. Und ich rieche deine Angst. Ich kann nicht mehr länger warten. Denn ich weiß, was du verlangst. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt. Ich komme! Augen auf, ich komme!